Herzlich willkommen bei Captain CL und der nächsten Runde Watch Dogs. Wir haben in der letzten Mission ja gescheitert. Und wir versuchen es diesmal besser zu machen. Verzeihung? Ich glaube kein einziges. Zu ihm müssen wir ausschalten. Alter, dafür sind Trailerpark wohnen, haben wir da ganz schön viel Kohle. Naja. Ich würde gerne hier auf diesen Vorsprung. Das ist wohl nicht möglich. So, Sniper Rifle. Bingo. So, wir sind jetzt nicht aufgefallen, das ist schon mal super. Jetzt muss ich irgendwie ans Kamerasystem kommen. So, wir müssten es auch von oben hacken können oder von den Kameras aus. Das heißt, wir müssen nicht in diesen Trailerpark rein. Außerhalb der Reichweite, okay. Außerhalb der Reichweite. Ich hoffe, dass das jetzt... Wieso liegt jetzt die Kameras außerhalb der Reichweite auf plötzlich? Damit wir wahrscheinlich tatsächlich doch dahin laufen müssen. Also wir konnten sie ganz halt da jetzt mit verbinden, jetzt ist es außer Reichweite. Ja, sprich, will ich schon in die Luft springen? Nein! Das heißt, ich muss da rein.
Ja, so schieße ich sie gerne ab. Versuchen wir so viel wie möglich zu neutralisieren, damit wir da hinkommen. Geht schon noch schwierig genug. Erste Regel, wenn man einen Sniper irgendwann abschießt, nicht den Kollegen helfen. Das ist immer von den Snipern so gewollt. Vielleicht kommen noch mehr hin. Jetzt kommen wir an die Kamera dran. Und jetzt können wir das auch hacken. Ich fliehe definitiv. Ich werde es nicht schaffen, die alle zu töten. Ja, ich muss sagen, das war gar nicht so einfach. Ich habe ein paar Anläufe jetzt gebraucht, um das zu schaffen. Ja. Aber jetzt hat es ja einigermaßen gut geklappt. Entschuldigung. So, jetzt sind wir weg. Ja, komm, jetzt mach Platz. Und wir haben Akt 3, hochgradig paranoid. Geschafft! Juhu! Wir sind glücklich. Hoffe ich doch zumindest, dass ihr auch glücklich seid. Jetzt haben wir Zugang zu Blooms HQ. Verdammt. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Es gibt doch keinen Grund. Ich bin Realist. Hör zu. Ich programmiere einen kleinen Virus, der mich aus ihrem System löscht. Mann, bin ich gut. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Bloom rein. Sicherheitslevel? Oh, gute Frage. Man könnte sagen. Tja, dann muss ich sie etwas ausdünnen. Hast du ein paar ihrer Lieferungen verfolgt? Natürlich habe ich. Schick mir ihre Routen, dann machen wir ein bisschen Lärm. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? So, unaufhaltbar. Da wollen wir als nächstes hin. Fahren wir mal dieser Eisenmaschine entlang. Komm, Gas, 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 Gas! Geronimo, wir haben es geschafft, alter Schwede, mit dieser Kiste hätte ich jetzt nie gedacht. Komm, wir bleiben auf Eisenmaschine, sind wir schneller. Steige ich mal aus und nehme mir mal diese Karre. Ich glaube, die ist jetzt fürs Gelände und einfach besser geeignet. Und man schafft auch noch ein bisschen Kohle. Beunruhigende Nachrichten aus Chicago, wo mehrere Leichen obdachloser Frauen gefunden wurden. Die Polizei hält sich noch bedeckt und rät der weiblichen Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht. Das ist wichtig. Wenn wir es packen, sind wir reich. Einfach so. Sorry. Verzeihung. Schön auf.
Hey, wie geht's Ihnen? Ja, verkaufen wir alles. War schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wir gehen heute dahin, trinken ein paar Bier und dann kriegst du die beste Pizza der Welt. So, also, nächste Mission. Unaufhaltsam. Akt 3, unaufhaltbar. Die Pony-Miliz arbeitet als Security für Blumen. Das heißt, wenn sie versagen, verlieren sie den Auftrag. Wenn ich dafür sorge, dass sie versagen, schicken sie mehr Männer. Damit wären weniger bei Blum. Mhm. Sehen wir uns die Route von Tibon an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Gibt mir eine Menge Möglichkeiten. Diese Muscle Cars, ne? Echt gewinnungsbedürftig. Alter, ich muss hier weg. Das wäre so ein Hardcore-Typ. Boah, heftig. Diese Typen sind ziemlich ungemütlich. Aber wir haben ihn ausgeschaltet. Blum weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann, hätte ich dich doch mal schon früher gekannt. Was wir alles erreicht hätten. Keine Sorge. Erreichen wir es in Chicago. Hast du dein Virus schon fertig? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Naja, es wird klappen. Glaube ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server. Das Teil funzt schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. So, das haben wir geschafft. Das ist schon mal gut. Die Zukunft ist Blume. Also diese schwer bewaffneten Typen sind extrem ungemütlich.
extrem ungemütlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das besiegen kann. Also man muss dann nämlich schon benutzen, um eine Chance gegen die zu haben. Oh, diese Autos mag ich gar nicht. Ja, also los geht's. Akt 3. Die Zukunft liegt bei Blume. Oder bei Blumen. Wenn T-Bone mit mir nach Chicago kommt, muss ich in das Gebäude. Blooms Hauptquartier. Security-Experten. Ja, es wird nicht leicht. Und ich bin ein Riesenecho auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. Okay, das Hauptquartier liegt direkt vor meiner Nase. Da bin ich mal gespannt. So, da oben gibt es einen kleinen Schleichweg, wie man sieht. Wir fahren da mal entlang. Wir werden den kleinen Schleichweg benutzen. Wir fahren nämlich hier oben lang. Ja, ich fahre durch hier Pampa, ja, ich weiß. Eigentlich sagt das natürlich was anderes, aber wenn wir auf die Karte gucken, kommen wir so von hinten ran. Ich glaube, das ist durchaus besser, als wenn wir frontal angreifen. Also normalerweise müsste das hinten weniger bewacht sein. So, und ich werde jetzt auch mal hier Motorrad nehmen. So, zack, und los geht's. So, da lasse ich mal das Auto stehen. Ach, die Auto, das Motorrad. Ich kann hier nicht drüber hüpfen. Schade. Da unten steht auch noch Motorräder. Sehr gut. Ich bin beim Eingang. Hey Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Die sehen dich. Und die Server werden gesperrt. Das wird die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Sagt er. Ich muss es ja wieder hier auf die Reihe kriegen. So, jetzt sondieren wir mal die Lage. Ah, gerade stützen die FPS ein bisschen rein. Wir warten mal ganz kurz. Die liegen gerade bei 7 Frames pro Sekunde. Das ist ein bisschen arm. Könnte sich jetzt ruhig mal wieder beruhigen. Ich mach mal ganz kurz einen Cut, um die Frames wieder zu bekommen. Einen Moment, bis gleich. So, jetzt, willkommen zurück, da sind wir wieder. Oh, ihr habt nichts verpasst. Aber ich würde die Fensterlehne jetzt hier gerne mal aufmachen. Genauso wie dieser da. Ich glaube, da könnten wir was Gutes sehen. Was ist mit den Frames los? Ja, ich würde da gerne mal reinschauen. Was soll's? Nicht mein Problem. Das soll ich benutzen. Hast du eine Kamera? Nee. Weißt du was? Du musst jetzt geopfert werden für die Leute. Okay, keine Panik. Das muss man doch entschärfen können. Denk's nach, Mann. Ja, da fliegt er durch die Luft. Komm
Hast du eine Kamera? Komm her. Ich will, dass du da vorhin hingehst. Komm. Hast du eine Kamera? Da mussten wir mal kurz das neu verstecken. Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach. Ich hab hier nichts. Ja, geh mal da vorne bitte hin. Nein. Dreh dich um. Geh da hin. Oder geh da vorne hin, genau, auch gut. Ich habe echt Besseres zu tun. Wenn ich Aiden einspanne, darf er meine Motive nicht kennen. Wenn man es leicht, ich bin dumm. Aber er trägt einen starken moralischen Kompass in sich. Das ist seine größte Schwäche. Das ah, so wohl kaputt, das ist ja nichts Neues hier. Ich muss einen Weg in diesen Code finden. Sehen, was sie innerhalb des CTOS machen. Und dann alles lahmlegen. Der bringt mich nicht weiter. Aber er vielleicht. Ich möchte da nicht unbedingt reingehen müssen, wenn ich mal gucken, was alles los ist. Da vorne, da will ich hin. Wir müssen, glaube ich, nur nah genug rankommen, dann klappt das. Nicht zu früh. Komm, geh da hin. Tja, schwer zu sagen. Haben die hier eine Glasscheibe zwischen? Sieht so aus, oder? Haltet die Augen offen! Bingo, jetzt geht er zur Schalttafel. Spur los. Er ist weg. Genau, geh drauf zu. Komm, näher ran. Nichts zu sehen, ich gehe weiter. Nein, geh ran da. Wir müssen da jetzt echt zu Fuß hin.
Alles sauber. Ich gehe da lang. Ich kann es nicht benutzen. Ich muss rein. Ja, dann heißt es auf Eliminierungstour gehen. So, komme ich vielleicht auch noch anderweitig hier rein? Ich stelle noch ein paar Blackouts her. Ich glaube, die werden mir hier ganz gut helfen. So, da komme ich überall nicht hoch. Bin jetzt etwas überfragt, wie wir hier unentdeckt bleiben sollen. Den einen hier ausschalten nach Möglichkeit. So, jetzt aus der Deckung raus. Und wir riskieren jetzt was. Das wird gehen. So, was müssen wir als nächstes machen? Wir probieren es natürlich jetzt von der von außen. Jetzt könnte das klappen. Wir müssen da hinten hin, okay? Jetzt brauche ich einen mit der Kamera. Seid auf der Hut.
So, jetzt machen wir ein bisschen Lärm, damit hier vielleicht irgendeiner kommt mit der Kamera. Kommt aber keiner. Was? Wer war das, verdammt? Mann, klappt denn hier nie irgendwas? Ich habe echt Besseres zu tun. Ja, dann werden wir jetzt versuchen, dich auszuschalten. Und zwar lautlos. So, das hätten wir schon mal. So, ich laufe jetzt einfach volle Pulle rüber. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir dran. Diesen Typen würde ich gerne ausschalten, aber da komme ich jetzt nicht hin. Jetzt geh weg. Geh doch einfach weg. Komm. Genau. Wieso kann ich den jetzt nicht aktivieren? Verstehe nicht. Ach so. Ach du Scheiße. Das ist nicht normal. Das Geräusch kenne ich. So, Gefahr beseitigt. Zumindest diese Gefahr hier. Verstecken. Das andere geht wahrscheinlich da oben hin, wo die anderen beiden gammeln. Ja, so ist es auch. Sehr schön. Läuft momentan besser als gedacht.
So. Das hätten wir auch. Da stehen wir mal auf die Ausgangslage. Dann switchen wir dich rum, durch rum, dann können wir da. Zack. Da sind wir drin. Bin in Position, sollte nicht lang dauern. Wenn du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. Gut, dann mal los. Und die kann das nicht entdecken? Nein. Ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. Wetten, dass der gleich das entdeckt? Miss Gardner, ein gewisser Damien Brinks möchte Sie sehen. Damien Brinks? Worum geht es? Es geht wohl um Raymond Kenny. Ach so? Schicken Sie ihn her. Ja, ma'am. Okay. T-Bone, bin fertig. Dein Name ist Sauber und Spyware ist drin. Ja, ich registriere schon die Pings. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Sekunde. Auf den Servern ist ein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich sehe mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. Ja, hier machen wir den Cut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und es bleibt spannend bei Captain Seattle und Watch Dogs. Bis zum nächsten Mal. Ciao.